Bei 55.000 Likes mache ich selber die größte Gummibärflasche der Welt. Hä? Alter, was soll das schon wieder werden? Digga. Junge, was machst du? Ich bin Spider-Sushi! Digga, du hast doch jetzt nicht ernsthaft schon wieder die Vase runtergehauen. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann. Sag ich sonst irgendwelche Hobbys? Was machst du, Alter? Was geht denn hier ab? Nenn mich Sushi. Spider-Sushi. Ich glaube, ich hab mein Bein gebrochen. Was geht ab, Raphaelos? Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du wolltest was erzählen, glaube ich, oder? Diejenigen unter euch, die jetzt ihre grauen Zellen ein bisschen anstrengen, werden sich erinnern, dass ich vor geraumer Zeit ein Video gedreht habe. Ich habe die verrücktesten Süßigkeiten der Welt getestet und habe von euch verlangt, dass wir die 30.000 Likes schaffen. Haben wir easy geschafft. Finde ich gut. Ja, Applaus. Ah, deswegen, ich bin natürlich ein Mann ehrlicher Worte. Heute gibt es den zweiten Teil von die verrücktesten Süßigkeiten der Welt und es ist einiges ziemlich krasses Zeug dabei. Also, let's go! Gute Zeug drin. Ist ein recht gut eckig förmiger Karton. Was ist es? Hallo? Gertrud Zahnspangverleih. Hallo? Hast du angerufen, Raphael? Hast du versucht anzurufen? Nee. Hä? Hä? Bist du alleine oder mit Flo? Ich bin alleine, so wie immer in meinem Leben. Schau mal, was da steht. Not for everyone. Not for everyone. Oder Lex wieder am Zickel. Da sind Knallbopperler drin. Ah! Alter! Oh! Oh. Kommen wir nun zum ersten süßstoffhaltigen Produkt der Begierde. Wo ist es? 3, 2, 1. Geil! Ich habe es selber nicht geglaubt, als ich es gesehen habe. Music Drops. Das sind einfach Bonbons, die singen können. Geil. Finde ich genial. Da kannst du einfach an so einer Helene Fischer rumlutschen. Ah. Ich glaube, wenn man durchpustet oder so, kommt da so ein Song. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ne? Es macht. Packst du das aus? Ja, okay. Weißt du, was cool ist? Nein. Ich habe extra die XXL-Packung geholt, damit ich dich damit ein ganzes Jahr mit nerven kann. Alter. Ja, ja. Kill dich. Ja, nein. Das sieht schon mal irgendwie eklig aus. Das sieht wie so ein Kackbolzen sieht das aus. So ein Köttel. Ja. Ich stell mir doch keinen singenden Köttel in den Mund. Das schmeckt aber lecker. Oha. Was ist das jetzt? Hä, ich hab's kaputt gemacht. Hä, voll geil. Das ist, sowas steht da immer am Kiosk mit so einem Karton, wo man sich da so rauspicken kann. Ja, klar. Aber also ganz ehrlich, lecker sieht's halt nicht aus, ne? Ist irgendwie so aneinander geklebt. Fucking Ernst, dass du jetzt hier... Oh, du die lernst. Haben mich enttäuscht, ich dachte, die wären geiler. 3, 2, 1. 3 weeks later. Gar nix. Ihr müsst auch durchpusten, oder? Ach so. Yo! Aber wenn sie keinen verarschen, dann bringt das mal ändern in Ruhe, wenn die miteinander kommen mit dem ganzen Scheiß. Das ist wie geil! Was für ein Scheiß! Schmeckt ein bisschen wie Traubenzucker. Hey Lady, du bist ja eine Pfeife. Ey, ohne Scheiße, ich werde dich die ganze Zeit jetzt damit so abfacken. Hey, safe nicht. Ja, safe doch. Gentlemen, darf ich euch vorstellen, ich habe mir einfach eine essbare CD gekauft. Das Ganze hat 583 Kalorien. Ui, oh, oh lala. Da ist ein Loch, da kann man durchschauen. Ey, was ich auch geil finde, ist der Aufdruck. Nein. Aber du kannst einfach Tinte mitessen? Essen. Als ob man den mitessen kann. Doch klar. Hä? Natürlich, nee, man kann auch mal. So. Ich mach kurz auf, warte. Das ist
ja eine CD, ne? Ich esse die ja nicht, ohne die auszuprobieren, ob das auch wirklich funktioniert, ne? So, dann schauen wir mal, was da so drauf ist. Vielleicht so ein cooles Schokoladenquiz oder so. Hey, Digga, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Du hast halt die Jette, Tony! Digga, du kannst ja da keine Schokolade die Hände auf mich von uns hier! Du willst doch lieber eine Playlist haben, wo man nicht mehr dabei ist! Junge, du lernst doch gar nichts in deinem Leben, ne? Sorry! Das tut mir jetzt aber auch leid. Ich würde sagen, dann schneiden wir uns da mal eine Verkostungsschnitte raus. Scheiße, ernst? Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade 500 Kalorien zu dir genommen. Das Ding hat bestanden, finde ich geil. Diese Süßigkeit freue ich mich am meisten. Dieses Ding habe ich ungefähr vor 2 Monaten bestellt und hat ewig gebraucht, bis es endlich angekommen ist, weil es, wie so oft, bei mir aus dem Ausland importiert werden musste, weil es sowas in Deutschland nicht gibt. Die größte Cola-Flasche der Welt. Ich hole sie mal schnell. Alter, oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Okay, Ladies and Gentlemen, darf ich euch vorstellen, die f***ing größte Cola-Flasche der Welt. 3, 2, 1. Hey, was ist los? Nicht dein Ernst, oder? Oh, süß. Hey, du musst doch irgendwo gelesen haben, wie groß die ist. Muss doch noch irgendwas sein. Hier muss doch noch irgendwo die größte Cola-Flasche der Welt sein, Mann. Ach, wo ist der Teil? Junge! Hä, ich hab die viel größer erwartet. Aber es ist die größte Cola-Flasche der Welt. Da haben die mich nicht verarscht, weil hier steht, ihr selber weiß, da steht es. Ich hab euch nicht verarscht. Ich hab wirklich die größte Cola-Flasche der Welt bestellt, Mann. Bei 55.000 Likes mache ich selber die größte Gummibärflasche der Welt. Also Cola-Flasche. Dann wird das wirklich groß, Mann. 55.000, Daumen nach oben und dann mache ich das. Die fühlt sich ganz anders an, als ich erwartet hab. Boah, riecht aber mega geil. Geil! Okay, Leute, ich kann euch ja mal kurz zeigen, Expectation versus Reality, wie es im Internet aussah und wie es hier angekommen ist, okay? Expectation versus Reality. Ey, die ist aber schon f***ing groß, Mann. Das ist aber einfach die größte Cola-Gummiflasche der Welt, Mann. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, dann inspizieren und filetieren wir das gute Ding mal. Alter, das riecht so intensiv. Das riecht viel, viel intensiver als die normalen Cola-Gummibärchen. Ich hab ne Idee. Oh, was jetzt schon wieder? Ich brat mir jetzt ein Steak! Was, Junge, Alter! Du kannst doch nicht! Du packst die ganze Bohne ab, Mann! Das ist doch geklappt, Mann! Alter, du kannst doch nicht einfach so Scheiß da in die Pfanne werfen, Alter! Das ist doch nicht der Scheiß Ernst, Alter! Das ist Junge, tu das wieder raus, Mann! Willst du Medium oder Raw? Ich will gar nichts von dem Scheiß! Das hätten wir vielleicht davor sagen können! Ah, was ist das, Alter? Eine Cola-Flasche. Kinder, Essen ist fertig! Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal! Kommt ihr mal eben bitte runter ins Esszimmer? Was ist das für eine Suppe, Alter? Hm, ich finde, da fehlt noch ein bisschen ein Schuss Party! Jeppa! Alter, das ist doch nicht dein... Du hast halt die Jette und dein scheiß Konfetti reingeballert! Ich will mich nochmals entschuldigen, das tut mir leid. Boah, schmeckt aber mega geil. Schmeckt genauso wie die kleinen Gummibärchen, bloß schmeckt intensiver, hätte ich nicht gedacht. Die letzte verrückte Süßigkeit ist ein persönliches Geschenk von Kevin. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und zwar ist das Einhornkacke. Das ist einfach so Pinkelkackhaufen. Boah.
das glitzert mega. Das sieht aber cool aus. Das riecht jetzt nicht nach was ich kenne oder so. Ich kann jetzt keinen Geschmack rausriechen. Yippie-yay, du Schweinebacke. Das schmeckt übel geil. Es ist einfach so ein weißes, fluffig Zeug. Aber ich kenne den Geschmack nicht. Das ist voll komisch. Ich kann es jetzt voll schlecht erklären. Sehr geil. So, Freunde, ich würde sagen, ich fliege jetzt noch zum Einhornplaneten und besorge mir ein bisschen Kacka. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, 55.000 Likes und ich mache selber die größte Cola-Flasche der Welt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich natürlich sehr gerne auch kostenlos abonnieren. Hinterlasst wie immer ein nettes Kommentar. Freue ich mich drüber, lasst ein bisschen Liebe in die Welt verbreiten. In diesem Sinne, haut rein, genießt euer Leben und tschö. Start da in 3, 2, 1. Oh, ich hab einen Triebwerkfehler.